Dann hören wir mal auf mit der Rennerei. Hier die Festung betreten. Sonst man nicht so auffällig verhalten. Steht irgendwo auf dieser Festung auch noch Flaggen. Stellt sicher, dass euer erster Angriff der letzte ist. Hallo, guten Tag, ich bin Assassine, ich darf hier hoch. Jetzt da haben wir noch eine. 9 von 20. Hälfte haben wir fast. Schnapp, schnapp, schnippidibib, schnupp, schnupp, schnubbelibob, schnipp, schnapp. Na, mal hier ein bisschen rumgucken. Hi Leute, alles gut bei euch? Ich bin's, Altair. Altair hier, das ist ja eine Überraschung. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Die Flagge. Was dachtet ihr denn? So, danke, dass ich hier sein durfte. Ich gehe dann wieder. So. Hallo Jungs. Gibt's hier drin vielleicht auch noch Flaggen? Würde sich anbieten, ne? Jawohl. Was ist doch? So, 11 von 20. Ja, das wird doch langsam. Können wir hier mal in den Gärten schauen? Da gibt es bestimmt auch noch was. Wofür haben wir denn hier Gärten? Ah, weil hier die ganzen hübschen Frauen sind. Okay. So, wusste ich doch, dass hier auch noch was ist. Okay. Na, dann werden wir mal hier mit dem Big Boss reden. Bringt ihr neue Kunde, Altair? Ja. Garnier von Nablus ist tot. Ausgezeichnet. Wir hätten uns keinen besseren Abschluss wünschen können. Und doch. Was ist? Der Doktor beharrte darauf, dass seine Arbeit gut war. Und rückblickend muss ich zugeben, dass seine vermeintlichen Opfer ihm sehr dankbar waren. Nicht alle, aber genügend, um Bedenken zu wecken. Wie vermochte er, Feinde in Freunde zu verwandeln? Ein guter Führer findet einen Weg, dass andere ihm Folge leisten. Das macht sie zu Führern. Ja. Wenn Worte nicht helfen, greifen sie zum Gold. Wenn das nicht hilft, greifen sie auf gemeinere Mittel zurück. Bestechung, Drohungen und solcherlei Kniffe. Es gibt Pflanzen, Altair. Kräuter aus fernen Landen, die einem Mann die Sinne vernebeln. Der Genuss bringt solche Freude, dass mancher sich dadurch versklaven lässt. Dann glaubt ihr, diese Männer standen unter Drogen? Rauschgift? Ja, wenn es wirklich so war, wie ihr sagtet. Kräuter scheint mir eine merkwürdige Art der Kontrolle. Unsere Gegner haben mich desselben beschuldigt.
Das Versprechen des Paradieses. Sie glauben, es sei ein Garten, gefüllt mit Frauen und Freuden. Ah. Ich würde euch berauschen, so wie Garnier, und euch mit diesen Genüssen versuchen. Dann kennen Sie die Wahrheit nicht. Und so soll es auch sein. Aber wenn Sie die Wahrheit wüssten, dass wir nur den Frieden suchen. Dann würden Sie uns nicht fürchten und wir hätten keinen Einfluss auf Sie. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Okay. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Danke. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist. Jawohl. Ah, Göttchen. Bisschen Rüstung. Wurfmesser, jawoll. Neue Fähigkeit erlernt, Rempeln. Und jetzt gehen wir wieder in den Hof. Um zu trainieren. Was tut dieser Narr denn? Abkürzen. Dann schauen wir mal. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Messer werfen, trainieren. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Ja, das ist ja einfach. Das ist ja einfach. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Kein Wunder, dass es da kein automatisches Tutorial zu gibt. Das ist ja nun wirklich nicht schwer. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Ja! Oh, macht er nicht. Ich würde gerade sagen Suizid, aber... Ne, er wollte nicht springen. Hi. Gut, hier in dem Dorf lässt sich ja so viel nicht machen. Das ist ja nur... Ausgangsort. Wo wir immer hier unsere neue Ausrüstung kriegen und immer eine Stufe aufsteigen und von hier aus geht's dann eigentlich wieder los in die Lande. Aua! So. Das heißt, wir werden uns jetzt wieder ein Pferdchen schnappen und irgendwo hinreisen. Ich weiß noch nicht wohin, aber das werden wir ja erleben. Jerusalem wahrscheinlich, denn das stand ja zur Auswahl. Also wird es wohl Jerusalem werden. Hallo? Das war Mace Windu. Genau gesehen. Der ist gerade in Urlaub. Hier bei uns. Der hat nämlich gerade keine Lust mehr auf Death Lords. Kann ich verstehen. Muss ja auch mal sein. Landschaftlich finde ich das hier alles sehr ansprechend. Ich frage mich, ob das da in dieser Gegend wirklich so aussieht. In diesen tiefen Tälern und so. Und eigentlich ist ja die Gegend von Jerusalem eher, hätte ich gedacht, flach, aber ich meine, ich kann mich auch irren. Ich hätte es flacher und mit mehr Wüste vermutet. Aber wer weiß, ich war halt noch nie da, ne? Woher soll ich's denn wissen? Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Ja, jetzt mache ich das auch. Jetzt darf ich ja. Ach, ihr seid ja noch Freunde. Der rennt noch jemand um. Nee. So. Den Turm musste ich doch eigentlich gedingst haben, ne? Ja.
Damaskus. Akkon, da. Jerusalem. Da müssen wir da vorne links. Ja, auch da vorne links. Ja! Da fehlt noch jemand an. Ich wollte es mal probieren. So, einmal elegantes Pferd besteigen nach Legolas Art. Reite Kind. Zwar nach Damaskus heißt es, aber hier muss auch irgendwo eine Abzweigung nach Jerusalem geben. Schon genau gesehen. Hier, guck, Jerusalem ist doch nach da hinten. Ne, hier, wie es scheint. Kommst du lang oder hier lang? Das ist eine Verbindung, die wir nie gegangen sind. Ja. Komm, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Ja. Ja. So. Kenn ich diesen Turm? Ja, ja, den Turm muss ich kennen. Ha. Den Turm kenne ich. Ja, ja, ach, ich erinnere mich, dass ich hier lang geritten war. Ist schon eine Weile her, aber... Hallo? Halte ihn! Das kostet dich den Arsch! Ja! Komm hierher zurück! Komm raus, stell dich! Jetzt irgendwie rechts hochkommen, irgendwo da vorne. Genau, hier steht ja auch Jerusalem. Sind die Messer eigentlich auch vom Pferd aus? Das wäre ein Traum. Nee. Okay. Hallo ihr da oben. Wie geht es euch? Ja, ihr müsst doch treffen. Du wirst nie entkommen! Was machst du denn da? Du gehörst mir! Ja.
dass ich das... Ah, ich habe keine Wurfmesser mehr. Okay. Das ist natürlich doof. Der ist jetzt mit runtergefallen. Jetzt kein Neuwagen oder so, ne? Nee. Ich weiß jetzt nicht, wo der andere hin ist. Ja! Verschwunden. Davon gerannt. Na gut. Gottloser Heide! Fuck! Was wollte ich doch gerade mit ihm machen? Da waren keine Fahnen drauf, oder? Nö. Da drüben auch nicht. Na, die hätte ich eingesammelt. Und weiter. So. Na, haltet ihn! Haltet ihn! Ungläubiger, ich werde euch in die Schranken weisen, der hat Wer sagt die Ungläubiger zu mir? Wenn ich euch im Kopf angefangen werde. Ja, das ist nicht umgedreht. Ah, ich habe wohl in mein Pferd geschubst und das hat ihm dann den Rest gegeben. Braves Pferdchen. Ja, meistens. Aber freiberuflich. Das heißt, das Finanzamt kann mir gar nichts. So. Nee, Meuchler. Gut. Letztendlich ist ein Meuchler auch ein Mörder, denn wer meuchelt, hat gemordet, dann das ist so. Aber ich finde, das ist ein bisschen zu verallgemeinert, gute Dame. Also, finde ich jetzt so nicht ganz korrekt. So. Mal wieder ein Türmchen bestiegen. Das sah auch lustig aus. Kam der denn noch her? Also sowas.